Meine Damen und Herren, wir fahren heute den 7er BMW 3 Liter Diesel. Warum 3 Liter Diesel? Weil dann haben wir einen direkten Vergleich zu unserem Audi A8. Bis jetzt mein Lieblingsauto. Ich bin überrascht, ob der 7er das toppen kann. Mhm. Schön. Im Großen und Ganzen sehr schönes Auto. Bei dem X5 hat mir es gefallen, dass hier ein riesen Fach war. Ja, das ist nicht so groß. Ist aber eine Limousine und das andere war ein SUV. Aber war schön, sehr schön. Mhm. Was glaubst du, was haben die hier alles in Carbon verbaut? Das weiß ich nicht. Ja, die Julia meinte, dass wegen Gewichtsersparnis. Ja. Das nervt aber. Ich suche bei jedem Auto diesen Knopf, diesen einen Knopf. Da. Wo? Da, bei Startstoff. Ach hier, diesen. Also leiser der 7er, finde ich. Ja. Oder? Doch schon. Oder ich glaube, wir haben uns einfach mal den X5 gewählt. Oder so, ja. Also eins von beiden. Also entweder ist der 7er sehr, sehr leise oder der X5 M so laut, dass wir jetzt denken, dass das Auto sehr leise ist. Also eins von beiden. Das ist so meins, weißt du, so dicke Mittelkonsole hier, weißt du, zwischen uns. Mhm. Erstens wegen Corona-Abstand. Okay. Ja. Zweitens hier sind sie sehr gemütlich. Ich muss ab und zu Bilder aufsetzen, sonst sehe ich nichts. Heute ist traumhaftes Wetter wieder. Das ist so richtig so Belzec-Style. Ich liebe Sonne. Ehrlich. Mhm. Weiß ich gar nichts mehr. Boah. Also. Der 7er. Im Großen und Ganzen ein schönes Auto. Sehr viel Platz. Fahrwerk sehr, sehr, sehr weich. Und auch Sportmodus hat er echt Dampf. Also trotz, dass er so schwer ist. Ja. Und nur in Anführungsstrichen nur 3 Liter Diesel, finde ich das Auto echt zügig. Ja, ist kein Rennauto, aber ist zügig. Ich bin gespannt, wenn ich mich gleich in meinem A8 reinsetze, was für ein Unterschied das ist. Ja. Dann können die gleich nebeneinander hinstellen. Ja. Ne? Ja. Und dann machen wir einen ultimativen Check. Aber der 7er ist echt cool. Wie der A8. Ich glaube, der fährt sich wie so ein A8. Ist aber äußerlich ein bisschen sportlicher, finde ich. So ein bisschen. Ne? Ja, oder meinst du nicht? Doch, ja. Das stimmt, ja. Oder wie empfindest du das? Nee, ich denke aber auch so. Ne? Schön wäre es natürlich, wenn man hier den Display alles hier zusammen hätte, weißt du? Nicht so ein iPad, weil das mag ich nicht. Ja. Aber ansonsten so alles eine Fläche. Ja. Schiebedämpfer mag ich nicht. Mag ich nicht. Ne? Ne. Ja. Ich benutze das nie. Wenn dann dieses Glasdach, also komplett hier dieses Panoramadach, aber. Ich vermeiße es zu. Nur abends. Ich habe immer den 7er empfunden als hart. Deswegen habe ich nie einen 7er gehabt. Ich habe vom Kunden zwar 7er immer wieder gefahren, aber ich fand die hart. Die alten. Gut, das war ja Baujahr 2004, 2006. Diese Modelle, diese E65, E66, die waren nicht so. Nicht so schön wie der. Boah, aber die 2,5 Tonnen. Da bremst du. Man merkt auch wirklich, dass er schwer ist. Ja? Und der schiebt so ein bisschen nach vorne beim Bremsen. Bei dem X5 M, der hat eine geile Bremse gehabt. Ehrlich jetzt. Ja. Richtig, richtig cool. Bachelor-Ding. Du hast gemerkt, kein Stress, kein rückartiges Bremsen. Richtig schön gebremst, also wirklich dicko taco, wirklich. Ja, also an der Front würde ich die Nieder ein bisschen entfernen oder kleiner machen. Ja, aber ansonsten finde ich das ziemlich cool. Also ich finde die Stoßstange auch nicht schlecht. Geh mal von vorne bitte. Guck mal, wie schön das alles gebaut. Also das ist schon so ein bisschen mit Style, ja. Also wer ein elegantes Auto sucht, ja, nicht so sehr sportlich, aber elegant, finde ich die Stoßstange nicht schlecht. Und ich hätte vielleicht hier die Haube
bisschen anders gebaut, weil wenn man von vorne guckt, wirkt das hier, als wenn er einen ziemlich großen Spaltmaß hätte. Ja? Also das ist so ein bisschen. Ne? So, von der Seite finde ich cool. Wenn ich ehrlich sein soll, finde ich etwas besser als den Audi A8. Ja? Weil, guck mal bitte von der Seite, kannst du ein bisschen gucken. Guck mal, da so einen schönen kleinen, schönen Lufteinlass. Ob jemand Chrom mag oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ja? Kann man schön schwarz machen. Ich weiß nicht, ob da direkt vom Werk bestellbar ist, dass alles quasi in schwarz ist, ja, auch die Leisten an der Scheibe und so weiter. Ich weiß nicht, also bei manchen Modellen gibt es nicht. Ja. Dicke Räder drauf, schön 22. Also Serie hat er 20 Zoll drauf. Das ist natürlich für einen 7er etwas mager. Ja. Aber so optisch sieht es schon cool aus. Also ich will sogar vielleicht das Design lassen, nur etwas größer machen. 22, ne? 22 Zoll bedeutet weniger Komfort, mehr Optik. Ja. Heck ist sehr, sehr, sehr schön. Also BMW ist vom Heck her wirklich cool. Sehr, sehr, sehr sportlich. Ja, vielleicht holen wir gleich Olli den Audi A8 daneben. Ja. Dann können wir so einen schönen Vergleich machen, ja, wie die aussehen. Was BMW besser gemacht hat als Audi, muss ich als absoluter Audi-Fan. Ich glaube, ich weiß schon was. Auspuff. Genau. Guck mal, wie schön das aussieht. Ja, nur eine kleine Blende. Ja, ich hätte das noch vielleicht hier komplett mit schwarz abgesetzt. Ja, einfach schwarz, fertig. Beim Audi 8 sind da nur Chromzierleisten, ne? Ja. Das ist aber auch. Viele beschweren sich hier bei dem BMW über die Niere und so weiter. Aber bei dem Audi A8 war echt ein Kampf, den ganzen Grill und alles wegzumachen. Ja, wir haben das alles foliert und so weiter. Also war schon sehr aufwendig. Ne? Also Innenraum finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Ja, hier haben wir die ganzen Daten von dem Auto. Ne? Vorführwagen 106.900 Euro. Kann man für 700 Euro pro Monat leasen. Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer. Also, was mich so ein bisschen als Audi A8 Fahrer stört, ist das. Wir reden von 7er BMW. Die gehen zwar leicht, ist nicht schwer. Achtung. Ja, guck mal. Wirklich ganz leicht. Aber der hat kein Softclose. Also ich verstehe nicht, dass man so eine Hardcore-Limousine baut und auf Luxus verzichtet. Ja, klar, man kann alles im Prinzip als Sonderausstattung nehmen, aber ich würde es nicht ausliefern und vor allem nicht als Vorführer, weil das wäre so ein Grund, was mich so ein bisschen stört. Mich persönlich bei so einer Luxuslimousine, bei dem höchsten Segment von BMW, würde ich darauf nicht verzichten. Und bei den Sitzen, wenn man Ledersitze hat, was braucht man im Sommer? Immer? Sitzkühlung. Sitzkühlung, ja, weil das ist warm, sehr, sehr warm. Was ich schön finde, kannst du vielleicht von da kommen? Man muss ja auch so loben, das Auto im Großen und Ganzen ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Ja, wir meckern hier auf dem höchsten Niveau. Also, was ich sehr, sehr schön finde, sind die Sitze, dass die schön, ich sag mal so, abgesetzt sind mit dem weißen Keder, glaube ich, heißt das. Und so gesteppt finde ich eigentlich cool. Nur, Achtung, BMW, guck mal, da ist, kann man sehen. Was denn? Da auf dem Sitz. Ach so, nee, das Auto hat jetzt 3100 Kilometer gelaufen und ich finde das so ein bisschen schade. Das finde ich etwas nicht schön. Also da muss man ein bisschen korrigieren. Da war der X5. Aber hinten auch, ne? Was? Hinten auch. Ja, ich glaube, weiß ich nicht, ob das so eine... Der ist wieder auch zu weich. Ja. Also der X5 war um einige Stufen besser von der Verarbeitung am Leder. Ja, also das sind wirklich Kritikpunkte, die ich hier habe. Aber dadurch, dass wir quasi, oder beziehungsweise ich in jedem Auto, was ich kaufe, für mich komplettes Interieur mache, deswegen ist das vielleicht etwas anders, dass ich auf so Knicke und Unebenheiten oder sowas achte. Ja. So, legen wir ab. Wow,
Riesending. Okay. Ja, das ist wiederum sehr schön, ne? Alles schön sauber verbaut, weißt du, so drumherum, siehst du die ganze Geschichte nicht, was hier drunter steckt. Ich mag so Motoren, die so verbaut sind, ja. Guck mal, auch in Carbon. Oder ist er nur? Ah, das sind, glaube ich, Aufkleber, kann das sein? Echt? Ah, ich glaube schon. Das ist, glaube ich, so. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, das sind Aufkleber. X5 hatte die Abdeckung ausgewonnen. Ja gut, das war ja M. Ich glaube, der Serien X5 hat das auch nicht. Mhm. Na, aber schön. Auch die Haube, guck mal, sehr schön. Finde ich ganz cool. Guck mal, das sieht richtig schön aus. Auch in dem Blau finde ich eigentlich. Ich mag kein Blau und kein Grün, aber hier sieht das echt cool aus. Boah, ist das hoch. Die Haube ist riesig. Oder der Belzig ist so klein. Flatsch. Habt ihr gehört den Sound? Das hört sich nach Qualität an. Wirklich. Wirklich sehr, 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 sehr schön. In Weiß wirkt er viel größer als der Audi A8. Viel größer. Ich war jetzt zu Hause damit und da stand der Audi A8 und der 7er. Und das haben wirklich alle meine Nachbarn gesagt. Der 7er sieht sportlicher aus, haben die gesagt. Und, also sportlicher und größer. Viel größer, irgendwie so wuchtiger, ja, für eine Limousine. Aber ich glaube, das liegt an der Farbe. Ja? Weil der Audi A8 ist schwarz und der ist weiß. So, da haben wir die beiden. Guck mal, da finde ich den Audi Grill natürlich viel schöner. Ich mag das, wenn er so absteht. Ja? Guck mal, der ist ja quasi so nach vorne gezogen und dadurch wirkt er so richtig bullig. Ja? Das da bei der Niere, da kennt ihr meine Meinung schon. Aber scheinwerfertechnisch, der Audi A5 und der A8 haben ähnliche Scheinwerfer. Ja, oder? Ja. So optisch. Ja. Also ich finde links hier, da hat sich nicht so viel geändert und die sind sehr schlicht. Audi ist mehr rund, hat wenig Ecken und Kanten. Ja? Also das könnt ihr euch hier angucken, welches Auto eure Meinung schöner ist. Ja? Vielleicht können wir es Abgleich machen, wenn man die Niere wegmacht. Schreibt als Kommentar, welches Auto gefällt euch besser? Ob der Audi A8 oder der BMW 7 oder 7er. Ja? Wir machen ein paar Bilder von dem 7er und am Ende von dem Video machen wir alles schwarz, alle andere Felgen drauf, gucken, was die Leute dazu sagen. Ja? Das machen wir auf jeden Fall. Guck mal, vorne an dem Kotflügel und die Leiste, die nach hinten geht. Ja. Kann man das gut sehen? Mhm. Guck mal jetzt von der Seite. Jetzt sind die Felgen von uns so dreckig, ne? Habt ihr nicht gewaschen. Ja? Also man muss sich entschuldigen hier für den Audi A8, der ist nicht gewaschen. Deswegen, also hier fehlt mir so etwas. Ja, das fand ich. Was? Fand ich ein bisschen schöner, ja. Von der Seite. Guck mal her. Jetzt gehen wir zu nach hinten. Klar, Audi A8, ja, oder unser Audi A8 hatte diese Leiste auch in Chrom und so weiter. Also war sehr, 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 sehr viel Chrom. Ja. Nur, ich finde den 7er mit dem Auspuff viel schöner. Ne? Also ich finde ihn ganz cool. Jetzt machen wir ein paar Bilder. Machen wir bei den 7er ein paar dicke Räder drauf. Chrom weg. Machen wir ein bisschen tiefer, damit man den Vergleich hat zum Audi A8. Ne? So, guck mal jetzt von hinten. Welcher ist schöner, Olli? Was sagst du? Ich finde, für eine dicke Luxuslimousine ist der 7er bulliger von hinten. Ja. Allein auch wegen dem Auspuff macht das, glaube ich, viel mehr aus. Meinst du? Ja. Aber auch der Kofferraum ist viel höher. Ja? Ja, ne? Wenn du guckst, bleib mal da. Ja? Also wenn du guckst, ist hier so ein Klotz. Ja? Hier bei dem Audi A8 ist ein bisschen filigraner. Das gemacht so ein bisschen hier, sieht aus wie so ein kleiner Spoiler, so ein Schwung. Das ist etwas vielleicht ein bisschen schöner. Der sieht bulliger aus. Ja, der andere ist vielleicht etwas, ja, etwas schlichter gehalten. Für mich ist ein sehr schlechter Vergleich. Ja? Bei dem A8 habe ich Massagesitze, habe ich Belüftung, habe ich Softglows, habe ich Panoramadach, vorne hinten Klimatronik mit Fernseher, mit allem drum und dran. Also wirklich, der Audi A8 ist voll ausgestattet und der BMW 7er leider nur zum Teil. Ja? Deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen den beiden, ich weiß gar nicht, was ich nehmen würde. Wenn der 7er auch so komplett voll wäre. Wenn der 7er voll wäre, ja. Belüftung, Softglows, Bildschirm.
alles drum und dran. Ich glaube, ich... Audi, tut mir leid. Ja? Ja, ich glaube, ja. Glaube ich. Da muss man auch noch sagen, der Audi ist viel weicher als der 7er BMW, für mein Empfinden. Ja? Beide auf Sport gefahren und ich habe es empfunden, dass der 7er etwas knackiger ist vom Fahrwerk her. Ja? So nicht anders. Die Frage ist, wie würde ich aussteigen nach 1200 Kilometer aus dem 7er, ja, vom Sitzen her, und wie aus dem 8? Genau, Massagesitz und so weiter. Also man muss dann wirklich, vielleicht können wir vom BMW irgendwann so einen wirklichen 7er bekommen, einmal Vollausstattung, gucken, wie der sich verhält. Wartet noch ab, bis das Video zu Ende ist. Am Ende zeigen wir Bilder von einem schwarzen 7er BMW, beziehungsweise nicht vom schwarzen, sondern mit schwarzen Applikaten. Ja? So, das war's hier aus Kabelinfos von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, aktiviert die Glocke, lasst uns ein Abo da, ein Kommentar oder was auch immer. Ja? Wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen. Ein Like natürlich auch. Ja, zeigt der Olli so. Ja, also, aber nur, wenn euch das Video gefallen hat. Ne? Ich hoffe es. Ja. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, wir haben noch was ich schön erst bekommen oder für euch machen lassen, und zwar unsere Schlüsselbänder. Ja? Ich habe noch meinen dran. Ja. Also, wer so ein Schlüsselband haben möchte, der kann es gerne bei uns bestellen, ja, unter www.prior-fashion.de. Ja? Wir bekommen in Kürze auch schöne T-Shirts. Ja? Die haben wir selber entworfen. Unsere Idee, unsere Farben. Und in Dresden realisiert. Ja. Und ja, ich hoffe, dass die euch auch gefallen werden. Und wie gesagt, wenn jemand sowas haben möchte, einfach an uns eine E-Mail schreiben oder direkt über den Shop bestellen. Das war's. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.